Großer Frust bei Rapid nach Salzburg-Sieg, WRC jubelt dank Traumtor und große Vorfreude bei Gerhard Berger. Das sind unsere heutigen Themen. Herzlich willkommen aus dem KRONE.at Sportstudio. Red Bull Salzburg setzt sich zum Auftakt der Meistergruppe der Bundesliga gleich einmal von der Konkurrenz etwas ab. Der Titelverteidiger gewinnt den Geisterspielschlager gegen Rapid mit 2:0 und baut den Vorsprung auf den ersten Verfolger auf 5 Punkte aus. Für die Truppe von Jesse Marsch läuft nach dem 5:0-Triumph im Cupfinale gegen Austria Lustenau auch das zweite Pflichtspiel nach der Corona-Pause nach Wunsch. Patson Daka legt nach einem Fehler von Rapid-Goalie Strebinger mit seinem 18. Saisontor früh den Grundstein für den Sieg. Noah Okafor macht in der Nachspielzeit dann alles klar und sorgt für Jubel auf Seiten der Salzburger. Bei Rapid muss man die Titelträume bereits wieder abhaken. Zudem verletzen sich in Salzburg gleich 3 Spieler. Vor allem Christopher Dibon droht eine lange Pause. Rapid-Trainer Didi Kübauer meint nach der Partie, dass es nicht schlimmer hätte laufen können. Neuer Zweiter ist der WRC, der Sturm Graz mit 2:1 besiegt und nun einen Zähler vor dem LASK und 2 Punkte vor Rapid liegt. Zum Auftakt der Meistergruppe sorgt John Weißmann für den fußballerischen Leckerbissen. Mit einem traumhaften Führungstreffer ebnet der Knipser den Sprung auf den 2. Tabellenplatz. Ein Treffer der Marke Tor des Jahres und plötzlich ist der WRC jetzt der erste Salzburg-Jäger. Auch weil der LASK den nächsten Dämpfer hinnehmen muss. Nach dem Abzug von 6 Punkten wegen des verbotenen Mannschaftstrainings verlieren die Linzer ihr Heimspiel gegen Außenseiter Hartberg 1:2. Den entscheidenden Treffer erzielt Dario Tadic erst in der Nachspielzeit. Damit wurden binnen einer Woche aus einem LASK-Vorsprung von 3 Punkten auf Titelverteidiger Red Bull Salzburg ein satter Rückstand von 6 Zählern. Stefan Ilsanker schreibt im Blitzverfahren seine ersten beiden Tore in der deutschen Bundesliga an. Beim 3:0 von Eintracht Frankfurt bei Werder Bremen wird der Salzburger von Eintracht-Trainer Adi Hütter in der 81. Minute eingewechselt. Mit seiner ersten Ballberührung trifft der ÖFB-Spieler zum 2:0. In der 90. Minute sorgt er dann auch noch für den Endstand. Werder muss im Nachtragsspiel damit den nächsten Rückschlag im Kampf gegen den Abstieg hinnehmen. Die Eintracht macht durch den 2. Sieg innerhalb von 5 Tagen dagegen einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt. Große Vorfreude herrscht bei Formel-1-Legende Gerhard Berger. Mit der Krone plaudert er über die Bedeutung des Saisonstarts in Spielberg. Am 5. und 12. Juli gibt es ja bekanntlich den Geisterauftakt in der Steiermark. Dies zeige, welch wichtige Rollen viele Österreicher und auch das Land Österreich für die Formel 1 spielen. Durch die Ungewissheit erwartet Berger besonders spannende Spielbergrennen. Bleibt zu hoffen, dass Berger Recht behält. Das waren die wichtigsten Sportnachrichten. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.